Oh, nee. Oh, das können wir nicht machen. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von When the Devil Takes Hold. Und wir gehen direkt rein in die gute Bumsbude hier. Nach 2 Jahren, an denen ich verlassene Orte erkundete und Videos drehte, begann meine Fanbase zu schrumpfen. Mir wurde klar, dass ich etwas Großes brauchte, um weiterzumachen. Und so sichtete ich E-Mails von Zuschauern. Da fand ich einen Hinweis auf ein verlassenes Haus in South Carolina mit einer dunklen Geschichte. Einen Mord vor 50 Jahren. Ich packte meine Kameraausrüstung und machte mich auf den Weg in der Hoffnung, dass dieses gruselige Abenteuer der Schlüssel zur Rettung meines YouTube-Kanals sein würde. Okay, let's get this done. I need to make sure I record enough footage for a 1-hour-long video. So, wir sind ein kleines Streamerlein und wir müssen natürlich wieder, weil einfach ihr unersättlich seid, jetzt in irgendeinem Gruselhaus jetzt unterwegs sein und da streamen. Oh, das ist ein ordentlicher Schalter. Oh, an der Taschenlampe. Alter. Oh. Gut, okay, alles klar. Also die Grafik sieht schon sehr, sehr cool aus. Wir sind in einem Haus, explore the house. Und hier wird jemanden verklagen. Hallo Silent Hill 4. So, okay, warte mal, wir gucken uns hier vorne, kann ich hier vorbei? Oh, wir schlendern ganz entspannt. Ah, das Bad. Schön hier, wunderbar. Steht da was in der Toilette? Ist hier Jenny? Okay. Gut, soll man das versuchen wegzubekommen oder, also, mit Benutzung der Toilette oder was ist der Sinn dessen? Oder waren das irgendwelche Sprayer? Die dachten, komm, ich tack jetzt mal ins Klo rein. Also wird. Na, okay. Hallo, wer bist du denn? Bist du die Hauseigentümerin? Na gut, okay, wir schauen uns mal um. So, die Tür ist ordentlich verriegelt und verrammelt. Ich weiß nicht, müssen wir hier durch? Müssen wir Schlüssel finden? Ah, daneben wird geflüstert. Okay, lassen wir mal so. So, können wir an die Schubläden ran? Ich hoffe doch bitte nicht. Ah, wunderschön. Oh, hier haben wir eine Menge Bestellflyer wahrscheinlich. Wir bestellen anscheinend sehr viel. Ein kleiner Luftzug. Verrät uns. Moment. Hier zieht's. Ah, da müsste man mal festschrauben da oben. Ah, der Boden ist auch kaputt. Okay, okay, okay. Ja, das ist aber nicht schlecht. Bier ist immer noch im Kühlschrank. Ich hoffe, die Milch. Alter, die Milch. Oh Gott. Wir werden wissen, wie das stinken muss, ey. Ich weiß nicht, ist das jetzt 50 Jahre her? Also, klang so, ne, dass vor 50 Jahren hier irgendwas Schreckliches passiert ist? Glaube ich. Wenn die seit 50 Jahren da drin steht, gute Nacht, Alter. It's locked. Okay. Ja, was haben wir hier? Ein Zeitungsartikel? I've already read about the story of the house online. But it's still scary to see it in the newspaper. Ungelöstes Geheimnis. Körper wird vermisst. Bei einem schockierenden und tragischen Vorfall ist eine von allen respektierte, eng mit der Gemeinde verbundene vierköpfige Familie brutal in ihrem Haus in South Carolina ermordet worden. Die Entdeckung dieser abscheulichen Tat hat die kleine Gemeinde ungläubig und trauernd zurückgelassen. Weitere Fragen und Trauer wirft auch das noch ungeklärte Rätsel des verschwundenen Körpers der jüngsten Tochter auf. Die Opfer, John und Mary Johnson, waren zusammen mit ihren Töchtern Sarah, 16 und Emily, 11, bekannt für ihre warmherzige und liebenswerte Natur und tief in der Gemeinde verwurzelt. Ein besorgter Nachbar war über die grauenhafte Szenerie gestolpert, nachdem er bemerkt hatte, dass die Familie nicht ihren üblichen Tagesgeschäften nachging. Im Wohnzimmer des Hauses wurden die leblosen Körper von John und Mary gefunden. Beide wiesen Zeichen eines Kampfes auf. Tragischerweise wurde auch der Körper der jungen Sarah in der Nähe gefunden. Der Körper der jüngsten Tochter, Emily, konnte allerdings bisher nicht gefunden werden. Die lokalen und staatlichen Behörden starteten eine umfangreiche Untersuchung des vierfachen Mordes, analysierten den Tatort genauestens, trugen Zeugenaussagen zusammen und sind Hinweisen nachgegangen. Zuerst fiel der Verdacht zwar auf einzelne Mitglieder innerhalb der Gemeinschaft, aber durch das Fehlen konkreter Beweise konnte letztendlich keine finalen Zusammenhänge zum Tathergang hergestellt werden. Trotz Befragungen und der genauen Prüfung der Alibis konnten keine Verhaftungen im Zusammenhang mit den Morden getätigt werden.
Der Fall nahm eine erschütternde Wendung, als plötzlich auch die Leiche von Sarah nicht mehr auffindbar war. Trotz intensiver Suche durch die Strafverfolgungsbehörde und zahlloser Freiwillige aus der Gemeinde konnten ihre Überreste nicht gefunden werden, sodass die Ermittler mit ihrem Schicksal haderten und im Laufe der Jahre eine Welle von Spekulationen und Gerüchten auslösten. Die eng verbundene Gemeinde trauerte um die Familie Johnson und fand Trost in Mahnwachen und der unerschütterlichen Unterstützung der umliegenden Städte. Doch auch nach mehr als 4 Jahrzehnten ist das Streben nach Gerechtigkeit und einem Abschluss des Falles ungebrochen. Die Strafverfolgungsbehörden sind nach wie vor bestrebt, diesen herzzerreißenden ungelösten Fall aufzuklären und hoffen auf den Tag, an dem die Wahrheit hinter dieser brutalen Tat endlich ans Licht kommen wird. Während South Carolina weiterhin unter der Last dieses ungelösten Verbrechens leidet, blieben die Erinnerungen an die Familie Johnson und die unbeantworteten Fragen zu ihrem tragischen Schicksal bestehen. Aha, okay, alles klar. Also hier haben sie eine 4-köpfige Familie alle gemacht. Ratten, verdammt. Okay, Smokey war auch schon hier. So, und bei aller Liebe, wirklich. Wie kann denn das sein, dass ich im Wohnzimmer so eine Lampe aufhänge? So eine Lampe, so eine Leuchtstoffröhrenlampe. Oh Gott, wieso denn? Oh, was haben wir hier? Ein halbes Aktbild. Ein sehr stilvolles Gemälde. Okay, gut, wir schauen weiter. Hier geht's nach oben. Also ich weiß ja gar nicht, was will unsere Community hier irgendwie? Also sind wir jetzt so ein Lost Place Streamer irgendwie, dass wir jetzt halt... Und ich gehe raus. Boah, warte mal, ich guck mal kurz hier vorne, bevor ich jetzt hochgehe. So, was haben wir hier? Sprühdose und Lacke. Offene Lacke. Großartig. Aber die Teller sind noch da. Und das Porzellan steht noch im Schrank. Und machen wir uns nicht vor. Irgendwie, wenn hier Leute echt Scheibe spielen würden, irgendwie, wäre hier definitiv schon der erste Stein drin geflogen. Also machen wir uns nicht vor. Scheiben und alles, was zu brauchen kann, wäre schon zu brauchen. So, dann gehen wir mal hoch. Ich freue mich. Okay, eine Tür, die versperrt ist. Können wir den Schrank eventuell verschieben? Ey, wir haben Strom. Ist da Licht an? Also, ich versuche mal ganz kurz erstmal hier den Schrank zu verschieben. No, nichts. Okay, mit der Tür können wir auch nicht interagieren. Gehen wir mal weiter. Bestimmt Reinhold Messner, der hier singt gerade. Okay, ist kein Strom, es sind tatsächlich Kerzen, die schon echt runtergebrannt sind. Hallo? Kleines Mädchen? Ist das die jüngste Tochter, die spurlos verschwunden ist? Renn doch nicht weg! Hey! Na gut, dann gehen wir mal halt. Okay, hallo? Hallo? Andrew Toxic. Aha, ist bestimmt der Entwickler. Oh, was haben wir hier? Take it. Ein Draw Key, alles klar, wir haben einen Schlüssel gefunden. 859, sollten wir uns das merken vielleicht? Ah, Schrank, okay, gut. Da hängt nur irgendwie ein Bodenleger aus dem Bad oder was? Können wir auf die andere Seite mal schauen? Nein, wir können auf eine Seite schauen, okay. Gucken wir uns mal ganz kurz hier noch den Schreibtisch an. So, hier scheint auf jeden Fall Lost in Rome. Hier scheint auf jeden Fall keine Schublade zu sein. Oh, warte mal, unten die war offen, ne? Also nicht offen, die war verschlossen. In der Küche die. Was? Hallo? Ihr spielt hier mit Ball? Nicht im Haus, Kinder. Geht dafür raus, bitte. So nicht. Da vorne.
vorne. Also wir sind auch keine Sportskanone, muss ich sagen. So, Rennen geht so semi. Rennen geht semi. Okay. Haben wir. Und es ist das Bild eines Basketballs. Basketball. Okay. Wer kniet denn da? Hallo, Ma'am? Ma'am? Geht's dir nicht gut? Hallo? Ah, okay. Oh, nee. Oh, nee, möchte nicht. Bitte nicht. So, okay, dann gehen wir mal hoch zu dem Basketball. Warum war da jetzt ein Zettel vom Basketball drin? Also, wir haben noch den Basketball schon vorher bemerkt. Okay, der Schrank ist weg. Der Schrank ist weg. Oh no, no! Sowieso! Okay, der Ball fliegt weiter lustig hier gegen. Wir können auch gar nichts machen. Wir können nicht mit der Tür interagieren und wir können nicht mit dem Ball interagieren. Denn lass uns doch mal auf den Dachboden. Wie toll. Na dann. Oh, 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 oh. Oh, warte mal. Was war das? 581? 589? So, warte mal. Wir probieren es mal. War das 5? Ich glaube, fing es mit 5 an? Wir probieren es mal. 5, 8. 9? Nein. Dann war es 8, 5, 9? Ja. Ja, ich freue mich. Nicht. Was ist denn das, Alter? The Seven Princes of Hell. Ah, okay. Oh nein, 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 nein. Okay, hier haben wir halt die... Ach Gott. Ja, wie nennt man es denn? Nicht die Sünden, sondern die... Oh Gott, wie ist es denn? Hier, Trägheit, Faulheit und ach, was weiß ich. Ja, das ist Lust. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier haben wir was zu lesen. Was haben wir hier? Ah. Beelzebub, der Höllenfürst, regiert als bösartiger Gott des Neids, der die dunkelsten Sehnsüchte der Menschen ausnutzt und das Feuer der Eifersucht schürt. Mit seiner abstoßenden Visage, seinem feurigen Blick und seinem Fliegenschwarm ergötzt er sich am Elend der Seelen und wartet sehnsüchtig auf ihre ewige Verdammnis. Die Legenden von Beelzebub sind eine abschreckende Erinnerung an den ständigen Kampf gegen den Neid und die Gefahren, die er für unsere Seele birgt. Abaddon, einer der gefürchteten Höllenfürsten, herrscht als Gott der Faulheit und verkörpert Trägheit und Apathie. Mit seiner abschreckenden Präsenz verführt er die Sterblichen in die Tiefen der Lethargie und Stagnation und sorgt für ein Leben ohne Zweck und Produktivität. Die Legenden warnen von den Gefahren, die entstehen, wenn man Abaddons Einfluss erliegt, da er die Seelen in den Klauen der Trägheit gefangen hält und sie daran hindert, ihr volles Potenzial zu entfalten. Lucifer, einer der mächtigen Fürsten der Hölle, regiert als Gott des Stolzes und verkörpert Arroganz und Selbstherrlichkeit. Einst war er ein glorreicher Engel, doch seine letzte Gnade diente als warnendes Beispiel für die Gefahren unkontrollierter Eitelkeit. Legenden warnen vor den verheerenden Folgen, die entstehen, wenn man Luzifers Versuchungen erliegt, denn er lockt die Seelen in die Tiefen der Hybris und der ewigen Verdammnis. Belphegor, einer der furchterregenden Höllenfürsten, herrscht als Gott der Völlerei und verkörpert übermäßigen Genuss und unersättlichen Appetit. Mit verführerischer Anziehungskraft verführt er die Sterblichen zu einem Leben des unersättlichen Konsums und sorgt für ein nie endendes Streben nach weltlichen Vergnügen und Exzessen.
Die Legenden warnen vor der Gefahr, Belphegors Versuchung zum Opfer zu fallen, da er sie in die Fänge seiner unersättlichen Gier lockt und sie auf einen Pfad der geistigen Leere führt. Asmodeus, einer der furchterregenden Höllenfürsten, regiert als Gott der Lust, der fleischliche Begierden und Verführung verkörpert. Mit unwiderstehlichem Charme verführt er die Sterblichen dazu, ihren ursprünglichsten Leidenschaften zu erliegen und führt sie von Treue und Tugend ab. Die Legenden warnen vor den Gefahren, die entstehen, wenn man sich dem Einfluss von Asmodeus hingibt, denn er verstrickt die Seelen in die Klauen seiner unersättlichen Lust und verwandelt die Liebe in eine zerstörerische Kraft. Mammon, einer der einflussreichsten Fürsten der Hölle, regiert als Gott der Gier und verkörpert das unstillbare Verlangen nach Reichtum und materiellem Besitz. Mit listigen Verlockungen verführt er die Sterblichen zu einem nicht enden wollenden Streben nach Reichtum und fördert so ein Umfeld des Egoismus und der Ausbeutung. Die Legenden warnen vor der Gefahr, der Versuchung Mammons zu erliegen, da er die Seelen im Griff der unerbitterlichen Gier gefangen hält und sie in die geistige Verarmung führt. Satan, einer der furchterregenden Fürsten der Hölle, regiert als Gott des Zorns, der Wut und Rache verkörpert. Mit seiner grimmigen Präsenz schürt er die Flamme des Zorns und stachelt die Menschen dazu an, ihre dunkelsten Triebe zu entfesseln. Die Legenden warnen vor der Gefahr, dem Einfluss Satans zu erliegen, da er die Seelen in den Fängen unkontrollierter Wut gefangen hält und sie auf einen Pfad der Zerstörung und des Leids führt. Ja, gut, dann wissen wir schon mal, wer was ist hier. Ist ja toll. Okay, Asmodeus. Asmodeus haben wir als Bild. Und wir haben Satan. Also Satan wissen wir ja, Satan war Wrath. Was haben wir noch? Who's this one? Lucifer. Lucifer war die Sünde. Zack. So, Greed, Gluttony und Lust. So, du kommst dahin. Haben wir jetzt hier noch irgendwelche? Wollen wir nochmal hier so einen Zettel? Das Excel meinen wir mal. Für jeden, der das hier liest. Ich bin hier hoch auf den Dachboden gerannt, während Mama und Papa versuchen, die Eindringlinge aufzuhalten. Ich höre Schreie und laute Geräusche von unten. Ich hoffe, Emily ist sicher im Wohnzimmer, wo sie sich immer versteckt hat, wenn wir Verstecken gespielt haben. Okay. Ach so, warte mal. Wir können es umdrehen. Okay. Hier hat sich die Kleine versteckt, oder wie? Okay. Gut, wie mir. Alter, ist ja nicht wahr. Ist ja nicht wahr. So eine Scheiße, Wasser. Ich glaube, als Schild über Buchenwald stand das. Dreck, Alter. How the hell did this door open? Okay, die Tür ist offen. Turn on some lights. Ah, okay, wir haben oben auf der Zeichnung quasi gesehen, vielleicht welche Lampen angemacht werden sollen. La 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 la. Oh, was für ein Terror-Springteuf ist das denn, Alter? Ja, ganz schau. Super. Bleib bloß zu. So, wen haben wir da? Mammon haben wir hier. Der Schnüde. So, was haben wir denn hier? It's locked. Also wir können scheinbar mal zwei Bilder nehmen. Frage ist jetzt, finden wir hier unten noch irgendwelche Bilder? Ah, hier ist noch eins. Moment, war doch vorhin nicht da. So, jetzt sind wir auch voll, ne? Ja, scheiße. Okay, gut, dann gehen wir jetzt nochmal hoch und packen die erstmal hin.
Also es ist schon wirklich geil gemacht, irgendwie muss ich sagen. Also grafisch sehr, sehr cool. Die Atmo ist auch wirklich heftig. Die Leute gehen tatsächlich immer mehr davon weg, irgendwie Musik tatsächlich zu spielen und nur noch diese Dröhnen im Hintergrund zu haben irgendwie. Na, das ist jetzt nicht mein Rechner, sondern tatsächlich das im Spiel. Im Spiel. So, okay. Mammon war Creed. Das Belphegor, Mammon. Und Belphegor war, glaube ich, Enfi, ne? Ich glaube, ja. Oder Sloth. Nee, ich glaube, Sloth. Trägheit. So, schauen wir nochmal. Alter! Alter! Oh! Oh, nee! Oh, das können wir nicht machen. Oh. Alter. Oh. Okay. Zwei fehlen noch. Ich würde noch mal kurz runtergehen und schauen. Und weil in der Küche könnte vielleicht noch was sein. Oder im vorderen Zimmer. Mann, Alter, wir haben eine Ausdauer eben wie ein 80-Jähriger. Ist ja kein Wunder, wir sind Streamer. Wir bewegen uns nicht. So, okay, dann werden wir mal kurz hier mit Argus-Augen. Oh, warte mal. Jawoll, hallo. Hallo, Bild. Abaddon. Sehr gut. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo ein Bild finden. Hier an den Schrank eigentlich ran? It's broken. Ah, damn. So ein Bart noch was? Na, sieht nicht so aus. Also schon ein paar schöne Kacheln abgeflogen. Oder was ist jetzt überall hier spachtelt oder was soll denn jetzt sein? Versteht es nicht. Ist ja nicht so, dass die Fliesen da rausgebrochen sind. Irgendwie, die sind ja am Versatz. Ach, egal. Was soll's, ich. Man versucht immer viel zu viel Sinn in irgendwelchen Videospielen zu sehen. Der gute Christian ist da, hat da auch ein ganz besonderes Auge für. Grüße an der Stelle an dich. Hi. So. Okay. Aber nur ein 45er Schauspieler drin, das geht ja nicht. Bei der Hütte immer noch ist ja der Herd doppelt so groß, ey. Mann. Locked. Okay. Na gut, dann gehen wir nochmal hoch. Vielleicht ist noch im Kinderzimmer was zu finden. Oh, dieser scheiß Ball da oben, ey. Entschuldigt bitte, aber das ist irgendwas. Bug. Nervt ein bisschen. Egal. So, komm, wir gehen mal weiter. Vielleicht unterm Bett. Nope. Nicht im Schrank. Ah, halt. Ach, guck mal, ist ein roter Drache. Der statt roter Drache, statt Hälse. Was? Mann. Ah, ich sag, du hast es als Streamer nicht einfach. schon Mist, ey. So, okay, warte mal. Ganz kurz schauen. Wir haben Abaddon und Belzebub. So, Abaddon ist Slot. Ah, nee, guck mal, Abaddon ist Slot. Und Belzebub ist Envy. Okay. Na gut. Dann machen wir es so. Belzebub, du kommst dahin. Du kommst dahin und Gluttony. Okay. I think I got enough footage. Let's head home. Ja, das denke ich auch, dass wir hier schon bei weitem genug haben. So, ich würde einfach mal jetzt hier rausgehen. Ja, das ist ja total schön hier.
So, verpissen. Jawohl, natürlich. Ist da jetzt ein Schrank? Ach. Ach, und die Tür ist offen. Oh nee. Oh nee. Na toll, komm. Wir gehen einfach rein. Ja, okay, gut, alles klar. Das war When the Devil Takes Hold, die Demo. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo auf dem Kanal da. Würde uns wirklich sehr helfen und wir würden uns sehr darüber freuen. Daumen nach oben, wäre auch eine coole Nummer. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Projekt irgendwie vielleicht auf dem Kanal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Sehr viel, ein sehr niveauvolles Kommen wieder YouTube-Monteure. Oh Gott. Das ist so ein Sprechen. Fürchterlich.